Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Unboxing und diesmal von einem Wii-Spiel. Wieder einmal, wie ihr seht. Und zwar erscheint es erst morgen, aber wir haben es schon heute. Und zwar ist es Assassin's Creed 4 Black Flag. Die Skull Edition oder Skull Edition, wie auch immer man das aussprechen will. Ich persönlich würde sagen Skull. Und das hat schöne 100 Franken gekostet. Euros vielleicht 80, keine Ahnung, 70. Ja, das ist die Special Edition Metallbox. Was da alles drin ist. Also zuerst mal sehen wir uns da die Rückseite von oben nach unten an. Da oben von einem ungestümen jungen Piratenkapitän zu einem versierten Meisterassassinen. Erfülle dein Schicksal im goldenen Zeitalter, steht da schön. Und dann haben wir da mal ein paar schöne Bilder. Plündere zusammen mit deiner Crew eine Vielzahl gegnerischer Schiffe und beherrsche die karibische See. Erkunde über 70 einzigartige Orte voller Leben. Und da drüben sieht man das, ich hoffe es. Meistere verschollene und rücksichtslose Kampffähigkeiten mit einem brandneuen Set von Piratenwaffen. Sehr schön. Was haben wir denn? Ah ja, hier unten sieht man, was alles in dieser Box enthalten ist. Also, erst einmal hätten wir da zwei Lithografien. Also, da haben wir ein cooles Couvert, einen Briefumschlag, auf Hochdeutsch, oder auf gut Deutsch, ich sag's mal so, mit zwei Lithografien drin eben. Also, es sind zwei, ich sag mal, Postkarten. Und ja, auf dem einen ist Edward zu sehen. Das ist ja, soviel ich weiß, der Großvater von. Oder Ur. Nee, Großvater. Ich glaube es auf jeden Fall. Da vielleicht sieht man ihn ein bisschen auf diesem Teil da. Es spiegelt ein bisschen blöde, das ist scheiße, aber. Man muss es ja trotzdem noch irgendwie gut sehen können. Dunkel machen kann ich es nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir da zwei Bilder, eins von einem Schiff und eins von Edward Kenway. Dann hätten wir da noch ein Jumbo. Steelbook. Also das ist eben dieses Metallteil da gemeint. Da habe ich noch einen offiziellen Soundtrack und ein Artbook. Auf das freue ich mich besonders, denn ich will sehen, was sie da mit diesen Charakteren und so alles Schönes gemacht haben. Naja, auf jeden Fall, ja, es ist offline einspielen, online 2-8 Spieler, man kann es mit dem Gamepad und dem Pro-Controller spielen. Also so wie bei AC3, dann eben online, Gewalt, vulgäre Sprache, ab 18, Nintendo Network. Ja, alles das Mainstream-Zeugs eben. Gut, und da vorne noch, das fühlt sich echt geil an. Nämlich wundern, wenn ich es auspacke, wie es sich dann anfühlt. Ja, und wir haben da gleich ein Messer parat. Und ja, öffnen wir das schöne Teil da mal. So. Oh, das fühlt sich schon mal episch an. Ja, also. Das kann man jetzt so da rausziehen. Dann hat man das Teil da. So. Ach ja, und was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass das Spiel eigentlich für die PS3 und für die Xbox 360 schon erschienen ist. Eine Woche zuvor, so viel ich weiß, oder zwei, keine Ahnung. Aber für die Wii U und für den PC kommt es erst am 21. raus. Aber wie gesagt, wir haben es schon heute. Also, machen wir das mal auf. Okay, es ist wie ein Buch. Da unten. Nee, egal. Wir gehen von oben nach unten. Also, zuerst einmal der Soundtrack. Die CD sieht so aus. Also ich werde da ganz bestimmt auch mal reinhören. So, die CD. Sieht sehr schön aus, gefällt mir. Ja, viel mehr dazu kann ich eigentlich auch nicht sagen. Hinten drauf ist auch nichts Spezielles. Ja, machen wir das mal ein bisschen auf die Seite. Die Schere brauchen wir nicht unbedingt. Soundtrack hier. Dann kommt der Briefumschlag mit den Lithoglyphen, oder was? Wie heißt es? Egal.
Ja, also von hinten sieht das so aus, hier das Assassin's Creed Zeichen und dann noch von Ubisoft natürlich. Und da steht noch Edward Kenway, also Edward K für Edward Kenway. Machen wir das mal auf. So, den Briefumschlag legen wir mal dorthin. So, oh, das fühlt sich ja mal geil an. Nee, echt jetzt. Dann hätten wir hier mal, wie gesagt, Edward Kenway. Und ja, der hat lange Haare, lange blonde Haare. Ich weiß nicht, sieht man das gut? Es geht so, man sieht, dass er lange Haare hat. Ja, das auf jeden Fall schon. Naja, eben das erste von Edward Kenway. Und dann hätten wir hier, oh, das sieht ja mal episch aus. Ein geiles Schiff. Das wird wohl einfach das Schiff sein, wo wir dann die ganze Zeit drauf rumfahren werden. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir hier das eigentliche Spiel. Assassin's Creed 4 Black Flag. Sehr schön gestaltet. Edward Kenway, geradewegs vorne drauf, ab 18. Dann verachte die Ordnung, bla bla bla. Das ist alles genau das gleiche wie da drauf. Ja. Ist genau dasselbe. Dann müssen wir das jetzt mal auspacken. So. Mal sehen, was da drin so enthalten ist. Geh schon auf. Ne? So. Offen wäre es mal fast jetzt. Baff. Okay, da springt wieder einmal die Club Nintendo Broschüre raus, also wo man den Code hat. Dann haben wir hier, komm schon raus, die CD, wenn die mal rauskommen würde. So. So sieht man es sehr schön, Assassin's Creed. Dann hier steht noch ab 16. Ups, fast runtergefallen. Also zum Beispiel im GameStop oder sonst irgendwo, ich habe es ja bestellt, das heißt, es kam mit der Post. Also das ist der Grund, wieso ich es einen Tag früher hatte. Aber ja, sonst wäre es eigentlich ab 16, aber ich musste es halt online bestellen und da ist es aus irgendeinem Grund aus ab 18. Naja, dann hätten wir hier mal die Anleitung. Wir werden, also ich werde natürlich mit dem Gamepad spielen. Also ich werde es nicht let's playen, einfach mal, damit das geklärt ist. Ja, da stehen einfach die verschiedenen Informationen mit dem linken Sinken laufen, logisch, Adlerauge und so weiter und so fort. Das ist ja nicht gerade sehr spannend, würde ich mal meinen. Ja, einfach die Steuerung ist da drin. Legen wir das gleich mal wieder da rein. Aber hier haben wir noch zwei Sachen, die wir anschauen können. Moment. Das zuerst einmal das da, was ist das? Earn and redeem exclusive in-game rewards for free. Ja, das ist Uplay. Diese App kann man in dem eShop gratis herunterladen. Und von da aus kann man verschiedene Spielinhalte kaufen. Zum Beispiel jetzt bei Assassin's Creed 3 konnte man Geld kaufen mit diesen Uplay Dollars. Ich sag's mal so und. Ja, naja, dann haben wir hier noch den DLC. Den haben wir mit der schönen Skull Edition Box erhalten. Und ja, das Ganze sieht so aus. Werde ich jetzt mal nicht näher anschauen. Höchstens da das. Was? Ah, cool. Das sind die Sachen, die man mit dem Inhalt da downloaden kann. Also Captain Kenways Legacy. Also ich nehme mal an, einfach die Schwerter da und dann noch das Kostüm. Und auch hier dieses Kostüm da. Schwerter und ein Gewehr eben. Dann keine Ahnung, was da genau alles drin ist. Figurines. Ach so, da kann man
die Merchandise, also die Figuren da, die zwei, kann man mit dem Uplay Store kaufen. Also ich meine, man kann es über dem Uplay Store bestellen. Ob man es mit den Punkten da kaufen kann, keine Ahnung. Ja, was haben wir noch hier? Unlock your exclusive in-game content. Ja, das ist der Code, den werde ich eh gleich nachher einlösen. Und ja, viel mehr wäre das sonst auch nicht mehr drauf. Machen wir das Ganze mal wieder da rein. Zack, zack. So, und jetzt kommt noch das Beste zum Schluss. Und zwar das Artbook. Ah, seht es euch an. Zu geil. Hinten sieht es so aus, ein Kompass. Hier wieder Ubisoft. Ups, ein bisschen rutschig. Matt. Schwarz matt. Sehr schön, sehr schön. Dann Assassin's Creed Black Flag. Also wir werden das uns bestimmt nicht bis zur letzten Seite anschauen, aber ein bisschen können wir da reinschauen. Ja, hier das Inhaltsverzeichnis. Da Abstergo. Charakter. Was ist das? Kingstone, Havanna, Nassau, Hidden Worlds, Ships on High Seas und Pirates Live. Das sieht man sogar. Sind das nur Bilder? Moment kurz. Das nehme ich einfach Wunder. Yep, das sind nur Bilder. Vielleicht noch ein wenig Text, aber sonst nur Bilder. Naja, es sieht sehr schön aus. Wirklich, auf jeder Seite haben wir da ein kleines Stück Kunstwerk. Viel besser als die Mona Lisa oder so. Da hätten wir den Abstergo, dann. Das ist aber von der realen Welt. Das ist nicht von dem Spiel, nehme ich mal an. Alles da. Die Charaktere. Edward Kenway, da die versteckte Klinge, wie das so schön aussieht. Sein Gewehr. Und ja. Die sieht geil aus. Nicht schlecht. Nee, Spaß beiseite. Naja, ich werde mir das bestimmt mal schön in aller Ruhe anschauen. Mir gefällt es sehr. Ein sehr cooles Extra. Was eben auch noch sehr cool wäre, wäre eine Figur. Aber leider war da keine Figur dabei. Das wäre zu episch gewesen. Naja, auf jeden Fall war es das mal wieder von dem Unboxing. Und ja. Das Ganze sieht noch so von hinten aus. Habe ich vorhin nicht gezeigt, so viel ich weiß. Naja. Ja, wie gesagt, das war's mal wieder von mir und von dem schönen Unboxing da von Assassin's Creed 4 Black Flag. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann morgen wieder in The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Also in dem Unboxing und wahrscheinlich auch schon der erste Part vom Let's Play. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich werde das Let's Playen und werde alles andere mal wieder nach hinten schieben. Also, ja, ich weiß, Pokémon Rumble wollte ich eigentlich echt mal machen, aber mal sehen, wie das so rauskommt. Zuerst einmal A Link Between Worlds. Aber bis es soweit ist, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann!